Welcome back for those of you who are here for Le Commander's Herzlich last willkommen für alle, die gerade schon bei der Meditation dabei waren. Schön, dass ihr noch weiter da seid. Pia, kann man mich gut hören? Sehr gut. Welcome. And I noticed some of you have put your where you're calling in. Herzlich willkommen und einige von euch sehe ich, ihr habt dazu geschrieben in eurem Namen, wo ihr herkommt. Das ist immer schön, damit man sieht, woher wir alle kommen. Verschiedene Teile der Welt. Und herzlich willkommen an Gunnar Ketu, der in Norwegen sitzt und von dort zu uns spricht. Ich möchte euch Gunnar Ketu vorstellen. Gunnar Ketu wird über Achtsamkeit, Empathie, Genügsamkeit und Kommunikation sprechen, fünf buddhistische Blickwinkel und fünf Lösungen für fünf Nachhaltigkeitsziele der UN. Und er wird uns erzählen, das sind Ausschnitte oder Aspekte aus einem Kapitel in einem Buch, was er publiziert hat. Es geht darum, wie Religionen zu Nachhaltigkeit beitragen können. Und der ganze Titel wird gleich im Chat stehen. Und dieses Kapitel hat er geschrieben und lehnt sich in diesem Vortrag an dieses Buchkapitel an. Das heißt, er nimmt die fünf ethischen Vorsätze, die wir alle kennen, und zeigt auf, wie sie helfen können, fünf der UN-Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Das erste dieser Ziele ist, Liebe zu üben. Ich glaube, das werden wir alles im Vortrag hören, das muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Es geht um das, um Liebe, um nicht zu nehmen, was uns nicht gegeben wurde. Dann geht es um die Entwicklung von Zufriedenheit. Das entspricht drei der UN-Nachhaltigkeitsziele oder lässt sich mit denen in Verbindung bringen, dazu gleich mehr. Und das letzte ist Kommunikation, die Wichtigkeit von Kommunikation in Partnerschaft. Und Achtsamkeit ist das fünfte unserer buddhistischen Prinzipien. Und er wird gleich aufzeigen, wie sich das mit einigen der UN-Nachhaltigkeitszielen, wie sich das damit in Verbindung bringen lässt. Ich bin mit Gunnar Ketu 1996 ordiniert worden in Guajaloca in Spanien. Und wir sind seitdem Freunde, seitdem Gunnar Ketu hat einen Master of Science gemacht in Wirtschaftsethik. Er wurde 96 ordiniert und ist dann zurück nach Oslo gezogen und hat dort Triratna Norwegen gegründet. Dann hat er eine Ausbildung als Gestalttherapeut gemacht. Und 2013 hat er eine Fortbildung gemacht als Supervisor für die Gestalttherapeuten. Er hat bis vor einem Jahr das Osloer Buddhistische Zentrum geleitet und er unterrichtet auch an der Universität von Oslo und ist ein Aktivist in verschiedener Hinsicht. Er wird jetzt von dem buddhistischen Dachverband in Norwegen in Teilzeit angestellt, um Nachhaltigkeit in den buddhistischen Gemeinschaften dort zu fördern. Und er arbeitet Teilzeit als Gestalttherapeut. Und er lebt mit seiner Partnerin und deren Tochter. Willkommen, Gunnar Ketu. Es ist toll, hier mit euch zu sein. Und es tut mir sehr leid, dass ich
nicht mehr von der Konferenz mitbekommen habe. Ich hatte gestern, musste ich etwas Familiäres tun und dann hatten wir ein kulturelles Event in unserem Zentrum. Aber jetzt bin ich hier und ich freue mich sehr. Ich möchte euch einladen zu mir hier im Wald außerhalb von Oslo. Dies ist ein Hügel in Oslo, wo ich gerade sitze. Hinter mir könnt ihr richtig weit auf den Fjord schauen, aber es ist jetzt ein bisschen neblig, man sieht nicht so viel. Aber ich wollte mit euch hier in der Natur sein. Ich habe ein Feuer angemacht. Und ich finde es schön, das, was wir versuchen zu schützen, die Natur auch zu zelebrieren, indem ich hier zu euch spreche. Und ich glaube, das, worüber ich sprechen will, hat 2019 angefangen, als ich an einer interreligiösen Pilgerreise teilgenommen habe. Wir hatten ein bisschen finanzielle Förderung für diese interreligiöse Klimawanderung erhalten. Wir waren 22 Menschen aus 6 verschiedenen Religionen, die 3 Tage lang wanderten. Es war wunderbar. Am Ende wurde ich gebeten, eine Präsentation zu geben für eine Konferenz und daraus wurde dann das Buchkapitel, was ich geschrieben habe und daraus wurde jetzt dieser Vortrag. Und als wir auf dieser Klimawanderung waren, haben wir ein tägliches Programm gehabt, wo wir morgens Praktiken gemacht haben zusammen und wir sind oft im Schweigen gelaufen, gewandert. Und wir haben wieder Fragen nachgedacht, warum machst du diese interreligiöse Klimawanderung? Wie kann deine religiöse Praxis bei den Herausforderungen helfen? Und was nimmst du von dieser Wanderung mit, um zum künftigen Wandel beizutragen? Und ich habe immer wieder über die 5 Vorsätze nachgedacht, die 5 ethischen Vorsätze nachgedacht. Und das ist, worüber ich sprechen möchte. Ich möchte, mit Achtsamkeit beginnen. Und da gehe ich, da verlasse ich die übliche Reihenfolge unserer 5 Vorsätze, hauptsächlich um den edlen achtfältigen Pfad des Buddha zu spiegeln, denn der beginnt mit Vision. Und wenn ich mit Menschen mich unterhalte über Nachhaltigkeit, dann muss ich wirklich verstehen, mir bewusst machen, achtsam sein, wer sie sind, woher sie kommen. Und deswegen beginne ich immer mit Achtsamkeit. Vielleicht kannst du mal das erste Bild zeigen. Ich habe eine Bilderfolge mitgebracht und unser Tech-Host Angela wird gleich Bilder einblenden. Achtsamkeit ist wirklich ein Schlüssel und wir müssen natürlich achtsam sein, bewusst von Krankheit, Alter und Tod. Und wir müssen aufmerksam sein für die Auswirkungen, die unser Handeln hat in der Welt. Und wie Lokabando uns in der Meditation, die wir gerade gemacht haben, ermutigt hat, ist es wichtig, auch achtsam zu sein, bewusst zu sein der Wirkungen, der Weise, wie wir in der Welt leben, die Auswirkungen unserer Lebensweise. Ich mag, was Stephen Batchelor über diese edle Wahrheit des Leidens sagt. Er sagt, naja, die Wahrheit selbst ist nicht edel, es ist nichts edel an Leiden. Aber wenn wir wirklich verstehen, dass es Leiden gibt, wenn wir das Leiden wirklich in unser Bewusstsein bringen,
so wie wir das gerade in der vorherigen Meditation gemacht haben. Also dieses Bewusstsein für die Wirklichkeit des Leidens und wir das auch nahe kommen lassen, dann kann das eine veredelnde Wirkung haben. Es macht uns edler, wenn wir das sehen können. Wenn ich die Folgen von Nachhaltigkeit mehr verstehe und mehr verstehe, dass die jungen Menschen heutzutage ein bisschen die Nase voll haben, wenn sie das Thema Achtsamkeit hören. Die haben so viel von Achtsamkeit gehört. Dann muss ich tiefer in meine eigene Praxis gehen, um mit ihnen zu kommunizieren. Ich muss tiefer in die Metta-Bhavana eintauchen und in Tonglen. Ich glaube, ihr hattet gestern eine Session mit, wo es um den Ansatz von Joanna Macy ging. Und ich mag, was Joanna Macy sagt darüber, wie wichtig es ist, das Leiden anzunehmen, das Leiden wirklich auch an sich heranzulassen. Die ersten drei Ansichten, Ausfahrten des Buddha, also Alter, Krankheit und Tod, und in unserem Fall die Wirkungen, die das alles auf die Ökologie hat. Also all das wirklich, dieses Leid da an uns ranzulassen. Und die vierte Ausfahrt des Buddha, die Sicht des Heiligen Mannes, war das, was ihn in Bewegung gebracht hat, eine Alternative zu suchen. Für mich war dieser Punkt in meinem Leben Anfang der 90er Jahre, als jemand im buddhistischen Zentrum oder einer Universität über diese Idee der neuen Gesellschaft sprach. Das war für mich so ein Drehpunkt. Und wir hatten nun letztes Wochenende ein Wochenendretreat hier in Norwegen. Und das waren hauptsächlich Menschen, die mit Leuten arbeiten, die Schwierigkeiten haben, also Aktivisten, die vielleicht mit Wohnungslosen arbeiten oder mit Kranken, mit Sterbenden. Und es war so inspirierend. Wir waren draußen in der Natur und haben zwar über diese schwierigen Themen gesprochen, aber wir haben durch diese Zeit in der Natur und miteinander auch Freude gefunden. Und wir fühlten uns wirklich genährt, als wir nach Hause kamen. Für lange Zeit hier in Oslo habe ich Menschen ermutigt, immer wieder nachhaltiger zu leben. Und manchmal verliere ich den Mut, fühle mich entmutigt, weil so wenig zurückkommt. Und dann muss ich mich an das erinnern, was einmal Ratnavandana bei einem Meditationsretreat hier in Norwegen an die Wand geschrieben hat, auf eine Tafel. Sie schrieb: Unsere Praxis kann nicht perfekt sein. Und ohne uns davon ermutigen zu lassen, sollten wir weiter praktizieren. Das ist das Geheimnis der Praxis. Und wir müssen natürlich achtsam sein, bewusst sein der Alternativen, die es gibt. Es ist wichtig, dass wir lernen, über die Alternativen sprechen, auf eine kreative Weise, ermutigend. Ich habe letztens mit einem Menschen an der Uni gesprochen, der sich mit Nachhaltigkeit befasst. Und er sagte, sein Kurs zur Nachhaltigkeit war gar nicht ausgebucht. Und dann haben wir gedacht, wir müssen wirklich andere Weisen finden, über Nachhaltigkeit zu sprechen, die Menschen ansprechen. Und eine der Sachen, die mich persönlich wirklich angezogen hat, diesen Vortrag zu machen, ist, ich möchte die Menschen ermutigen, in die Wildnis hinauszugehen, in die Natur. Deswegen sitze ich jetzt hier, während ich mit euch spreche. Ob ihr in einen Park geht und selbst wenn es nur ein kleiner Baum ist irgendwo,
in der Stadt. Geht dahin, schaut euch dieses kleine Stückchen Natur, dieses Leben an, verbindet euch damit. In dem Artikel, den ich geschrieben habe, in diesem Buchkapitel, habe ich darauf hingewiesen, dass Achtsamkeit in der Gesellschaft im Moment sehr stark thematisiert wird. Und das ist toll. Aber es sind so verschiedene Wellen von Achtsamkeit, die ich erlebt habe. Erst ging es um Achtsamkeit beim Körper, beim Atmen. Wie erleben wir die Welt und das mit Freundlichkeit wahrnehmen? Und die zweite Welle von Achtsamkeit war die Liebe, uns bewusst zu machen, wie wichtig es ist, unser Herz reinzubringen. Als ich nach Norwegen zurückgezogen bin, wurde ich eingeladen von einer Gruppe von Psychologen, die sich ausbildet in Achtsamkeit. Und ich habe die Metta Bhavana eingeführt und sie waren ganz fasziniert. Sie hatten sich mit Achtsamkeit befasst, hatten aber noch nie von Metta Bhavana gehört. Aber das hat sich dann mehr verbreitet. Das war eine zweite Welle von Achtsamkeit in der Gesellschaft. Und dann kam eine dritte Welle von Gewahrsein für Achtsamkeit in der Gesellschaft. Da geht es um altruistische Weisheit. Die Achtsamkeit, die erkennt, dass wir tiefer gehen müssen. Wir müssen verstehen, was die Situation ist. Verstehen, was die Bedingungen sind. Und das müssen wir mit Liebe tun. Es ist also nicht nur liebende Achtsamkeit, sondern altruistische Achtsamkeit. Und es ist so wichtig, Liebe zu üben. Die Welt ist ein Ort, der es einem schwer macht im Moment. Es ist schwierig, es sind schwierige Zeiten. Wir haben Kriege in der ganzen Welt. Wir lesen, wir sehen Bilder, wir sehen Filme von diesem Krieg. Wir sehen, was in Palästina, in Israel passiert, in der Ukraine, Myanmar. Myanmar, wo Menschen, die sich selbst als Buddhisten betrachten, Minoritäten angreifen. Und dann natürlich das Klima. Wir versuchen wirklich mehr und mehr Menschen auf die Probleme der Ökologie im Klima aufmerksam zu machen. Und was sie tun, ist anfangen, Kriege zu führen. Das ist sehr schwer, das alles in sich aufzunehmen, das alles zu sehen, zu hören. Ich möchte uns gerne eine halbe Minute geben in Stille, wo wir diese ganze Situation in uns aufnehmen können. Spür deinen Körper, nimm wahr, wie es dir geht, wenn du all diese leidvollen Situationen dir vor Augen führst. Wenn wir versuchen, uns zu öffnen für all das, dann merken wir, dass das schwierig ist.
Und es kann noch viel schwieriger sein, doppelt oder vielfach schwieriger, wenn es unsere persönlichen Traumata berührt oder triggert. Die sehr inspirierende indische Wissenschaftlerin und Aktivistin, Buddhistin auch, Kriti, verweist auf beunruhigende Statistiken zum Thema Traumata in den USA. Und es heißt, dass dort jeder dritte Zeuge häuslicher Gewalt wird, jeder vierte hat alkoholabhängige Verwandte. Und wenn man dann noch an viele der anderen Traumathemen in Verbindung bringt, dann sehen wir, dass wir alle in irgendeiner Weise mit Trauma zu tun haben. Viele unserer Beziehungen sind von Traumata beeinflusst. Manche sind vielleicht eher kleine Traumata, andere sind sehr tiefe Traumata. Und traumatische Erfahrungen, das traumatisch bedingte Leid, was wir mitbringen, macht es so viel schwieriger für uns, uns mit Liebe und kreativ den Schwierigkeiten zuzuwenden, die, vor denen wir stehen. Es ist daher sehr wichtig, dass wir lernen, unsere traumatischen Erfahrungen zu kompostieren. Ich mag dieses Wort, sie zu kompostieren. Ich musste kompostieren, dass mein Vater Alkoholiker war. Und wahrscheinlich war ich schon 21, als ich das richtig erkannt habe, dass das, was ich eigentlich für so eine ganz nette Kindheit gehalten hatte, eigentlich von dem Alkoholismus meines Vaters sehr stark geprägt war. Und manchmal brauchen wir Hilfe mit Psychotherapie, um mit diesen Erfahrungen in unserem Leben zu arbeiten. Wir müssen als Gemeinschaft uns selbst instand setzen, uns zu unterstützen daran, unsere traumatisierenden Erfahrungen zu kompostieren. Wir haben Werkzeuge wie die Metta Bhavana, Vergegenwärtigung des Atems, Tonglen, und noch wichtiger, die Tatsache, dass wir im Sangha vom Herzen her miteinander uns verbinden, dass wir eine Weisheitskultur versuchen zu kreieren. Die Ordensmitglieder sind Kapiteln. Die Menschen, die sich auf Ordination vorbereiten, ermutigen wir, sich zusammentun in Zufluchtgruppen. Wir ermutigen die Menschen, zusammenzuarbeiten und sich zusammen den Schwierigkeiten zu stellen und einander zu helfen, die Traumata zu kompostieren. Als ich nach Norwegen zurückkehrte, wurde ich eingeladen zu einer Frauenkonferenz. Das war eine Vorkonferenz für eine große Konferenz im Mittleren Osten, im Nahen Osten. Und sie wollten aus weiblicher Sicht Perspektiven hereintragen, die zu Frieden beitragen können. Und das war ein internationales Meeting. Ich habe keine Ahnung, wieso die mich eingeladen haben. Und ich war dann in dieser Konferenz. Ein paar Leute hatten noch nicht angekommen. Das waren Menschen aus Palästina, die noch nicht da waren, weil die an der Grenze aufgehalten worden waren. Und ich saß dann mit diesen ziemlich beeindruckenden Frauen zusammen. Und dann kamen irgendwann die Delegierten aus Palästina, waren endlich angekommen. Eine Frau entschuldigte sich und sagte, es tut mir leid, ich wurde aufgehalten. Meine Cousine ist gerade angeschossen worden. Und als sie das sagte, stand eine israelische Frau auf und sagte, ja, und mein Onkel wurde vor 2 Wochen getötet. Und dann fingen sie an, miteinander zu reden und sich gegenseitig auch Vorwürfe zu machen. Diese beiden Frauen konnten nicht weitermachen. Sie merkten, dass das die ganze Konferenz beeinflusste, ihre starken Emotionen. Und es war wichtig, dass sie sich eingestehen konnten, wir können hier nicht weitermachen. Wir sind so traumatisiert von unseren Erfahrungen.
Die beiden hatten ihre eigenen Traumata genügend kompostiert oder verarbeitet, dass sie wirklich konstruktiv an dieser Konferenz teilnehmen konnten. Also wir machen innere Arbeit in unserer Meditation und unseren verschiedenen Praktiken, und es ist äußere Arbeit, wo wir versuchen, mit unseren Beziehungen, in unseren Beziehungen einander zu helfen. Ich glaube, das machen wir ganz gut bei Tri Ratna. Das war das Zweite. Liebe, die Wichtigkeit, Liebe zu entwickeln. Wir müssen wirklich lernen, andere zu lieben. Und wir müssen lernen, nicht nur uns zu lieben, diejenigen Leute, die hier an dieser Konferenz teilen, unsere Freundinnen und Freunde, die Menschen, mit denen wir auf einer Wellenlänge sind. Ich persönlich habe so eine positive Situation. Ich kann hier sitzen. Ich muss nicht Angst haben, dass hier Bomben einschlagen. Aber es ist wichtig, dass ich lerne, diejenigen zu lieben und mich in sie einzufühlen, die vielleicht ganz anderer Meinung sind als ich, die vielleicht bei vielen Themen genau die gegnerische Position einnehmen, polar zu meiner, sie auch zu lieben. Dann das UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer 8, ist das Streben nach dauerhaften, inklusiven und nachhaltigen Wirtschaftswachstum. Ist das nicht verrückt, dass die UN nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterstützt? Ich finde das ziemlich albern aus norwegischer Perspektive. Es stimmt, dass es Teile der Welt gibt, die sich die Entwicklung brauchen im Sinne von Wachstum, aber wir im reichen Westen brauchen kein weiteres Wirtschaftswachstum. Deswegen habe ich dieses UN-Nachhaltigkeitsziel für mich umgeschrieben, modifiziert, und ich denke, es geht um ein dauerhaftes, inklusives, nachhaltiges Wachstum von Glück statt von Wirtschaft. Die UN hat aber bis jetzt es noch nicht geändert, auch wenn ich das vorgeschlagen habe. Ich möchte euch einladen zu einer kleinen Übung. Wenn ihr an einem Tisch sitzt und ihr habt was zum Schreiben, dann nehmt das kurz, sonst müsst ihr es im Kopf machen. Ich möchte euch einladen, nachzudenken, was macht euch glücklich? Was gibt euch Freude? Mir gibt es großes Glück, wenn ich hier draußen sitze und ein Feuer gemacht habe. Ihr habt eine halbe Minute, um aufzuschreiben, was euch glücklich macht. Und während ihr darüber nachdenkt, kann ich mein Feuer, kann ich Holz auflegen. Okay, so now I'd like to look at that list mentally or paper. Think which are those. Und schau dir die Liste an, in deinem Kopf oder auf dem Papier, und unterstreiche diejenigen dieser Dinge, die dich glücklich machen, die im Einklang mit deinen Werten sind. Zum Beispiel, ich sitze hier am Feuer. Ich liebe Natur und ich teile das mit euch. Das ist ein Wert für mich. Und das ist im Einklang mit meinen Werten. Nimm dir nochmal eine halbe Minute und überlege, such dir eines dieser Dinge aus, die dich glücklich machen, und fühle in dich hinein und frag dich, wann hast du das zuletzt gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt? Und wie fühlst du dich jetzt, wenn du daran denkst?
Okay. So this is how I often now start meditation when I teach Buddhism. Wenn ich Meditation unterrichte am buddhistischen Zentrum, fange ich oft so an, indem ich Leute ermutige, nachzudenken. Okay, ihr wollt jetzt hier meditieren, das ist vermutlich im Einklang mit euren tieferen Werten. Und macht euch das bewusst und fühlt euch gut, dass ihr etwas tut, was im Einklang mit euren Werten ist. Ich nenne das bewusstes Wohlergehen. Wenn wir wissen, dass das, was uns gerade Freude gibt, mit unseren tieferen Werten im Einklang steht. Wenn wir weiter sprechen über dieses Wachstum von Glück, wenn wir über Wirtschaftswachstum nachdenken, biologisch haben wir bestimmte Mechanismen, die es dazu führen, dass wir Angst haben, Dinge zu verlieren. Und die Vorstellung von Wirtschaftsabnahme, also statt Wachstum, dass wir wirtschaftlich zurückschrauben, das ist für uns ziemlich angsteinflößend. Und Vadaka, der das Buch geschrieben hat, Buddha on Wall Street, sagt, wie wichtig es ist, dass wir eine Sprache finden, darüber sprechen, wie wir weniger brauchen können, ohne dass es Menschen Angst einflößt, dass sie Angst haben, etwas zu verlieren. Um unseren Fußabdruck, CO2-Fußabdruck zurückzuschrauben, müssen wir einfacher leben im Westen. Ich spreche nicht von den Menschen in anderen Teilen der Welt, die wirklich sehr wenig haben. Ich spreche über Leute wie mich. Ich denke, ich lebe relativ einfach. Ich kann noch weiter mein Leben vereinfachen. Und da muss ich dran arbeiten. Und das ist etwas, was wir lernen können. Und das führt mich zu meinem vierten Punkt. Der vierte Punkt, über den ich sprechen müsste, ist Genügsamkeit, stille Schlichtheit und Genügsamkeit zu entwickeln. Und das lässt sich verbinden mit den ersten beiden der UN-Nachhaltigkeitsziele, nämlich das Ziel, Armut und Hunger in der Welt auszulöschen. Das ist der Ausgangspunkt der UN-Nachhaltigkeitsziele und es ist wirklich auch eine der Wurzeln der Dharma-Praxis. Siddhartha hat sich auf den Weg gemacht, als er unzufrieden war mit seinem gegenwärtigen Leben. Er hat all das, was er an Luxus hatte, losgelassen und stattdessen eine Bettelschale genommen. Und er war sehr glücklich mit seiner Entscheidung. Und dieses Bild, was ich gerade hier auf dem Bildschirm zeige, ist in unserem Retreat-Zentrum aufgenommen. Wir bauen dieses Retreat-Zentrum gerade und haben Arbeitsretreats. Und was ihr da seht, ist ein altes Boothaus. Und wir haben die Schwierigkeit, dass wir viel zu wenig Platz in diesem Retreat-Zentrum haben. Wir hatten bislang 5 Betten und wir versuchten, mehr Platz für Schlafplätze zu schaffen und wollten deswegen das alte Bootshaus abreißen und ersetzen. Und hier seht ihr Menschen, die auf dieser Baustelle sitzen, wo das neue Bootshaus entstehen soll, was dann ein Schlafraum für weitere 5 Personen wird. Und für die Leute ist das so eine Freude, zu diesen Arbeitsretreats zu kommen.
Wir meditieren morgens natürlich. Und dann suchen wir uns ein Thema, wo jeder Einzelne entscheidet, an welcher Gewohnheit möchte ich arbeiten während dieser Zeit. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Wir hatten keinen Zeitdruck. Leute konnten so viel arbeiten, so intensiv, wie sie wollten. Also manche Leute mussten mit einem Hammer arbeiten, haben sich wirklich Zeit genommen zu spüren, wie fühlt sich der Hammer in meiner Hand an, wie fühlt sich das an, mit dem Hammer zu arbeiten. Also das Resultat war gar nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste war, in diese Arbeit einzutauchen, sie zu einem Teil unserer Praxis zu machen und Freude dabei zu haben. Und abends haben wir uns dann immer ausgetauscht über unsere Praxis im Laufe des Tages. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen können, eine Fähigkeit, die wir kultivieren können und sollten, Weisen zu finden, wie wir stille Schlichtheit und Genügsamkeit üben können. Ich glaube, wir sind ganz gut in Triratna in dieser Hinsicht, aber wir können besser werden. Und ich sehe diese Tendenz in Retreat-Zentren, dass sie ihre Standards langsam erhöhen. Mehr Leute wollen Einzelzimmer und so weiter. Und dafür gibt es vermutlich Gründe, denn wir werden älter. Aber es ist auch eine Tendenz, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Denn wir wollen wirklich Einfachheit, stille Schlichtheit und Genügsamkeit in Menschen fördern. Und das Schlüsselwort hierbei ist Glück, Freude. Jemand in Norwegen, mit dem ich arbeite im Bereich Nachhaltigkeit, er sagte, es ist so wichtig, dass wir die Folgen von Klimawandel aufzeigen. Wir müssen einfacher leben, wir müssen aufhören, Dinge zu tun, die uns Freude machen. Und ich denke, das ist nicht besonders wirksam, dieser Zugang. Es ist viel wirksamer, einen Zugang zu wählen, in dem wir betonen, wie freudig es sein kann, einfach zu leben. Dass wir lernen, glücklich zu sein in der Einfachheit. Wenn wir als Nachhaltigkeitstrainer arbeiten, ist es wichtig, dass wir selbst dieses nachhaltige, einfache Leben genießen, dass wir es seit 20, 30 Jahren tun und wirklich glücklich dabei geworden sind. Das aufzuzeigen ist sehr wichtig. Wir müssen diese Geschichten erzählen, Geschichten von unserem Leben. Wir müssen sie weitererzählen. Wir müssen unsere Werte auf Facebook, in sozialen Medien immer und immer wieder zum Ausdruck bringen und in unseren buddhistischen Zentren die Menschen ermutigen, an dieser einfachen Freude teilzuhaben. Und das bringt mich zum letzten Bild und das letzte, worüber ich sprechen möchte, ist, wir machen diese Arbeit nicht alleine. Das Bild ist schön, das war aber nicht das, was ich wollte. Das sind Bilder von dieser Klimapilgerwanderung, von der ich erzählt habe. Das war sehr inspirierend. Ich hatte mit diesem Priester eine wunderbare Unterhaltung, ein Gespräch. Es war sehr inspirierend. Aber bitte das nächste Bild. Die Wahrheit. Wir müssen wirklich anerkennen, dass das Klima sich ändert und dass wir da einen Einfluss haben als Gemeinschaft. Aber im Buddhismus, wo wir diese 10 Vorsätze haben, und der 4. Vorsatz ist ein Teil davon, Wahrhaftigkeit. Das ist ein wichtiges Werkzeug. Und natürlich kann man sagen, ich habe meine Wahrheit und du hast deine Wahrheit.
Ich denke, wenn du hier sitzt, dann bist du interessiert an Triratna. Wenn du jetzt hier bist, in diesem Workshop oder später dieser Aufnahme zuhörst, dann bist du wahrscheinlich interessiert daran, was ich über Nachhaltigkeit zu sagen habe. Das ist deine Wahrheit. Und das beeinflusst die Art und Weise, wie ich mit euch jetzt spreche. Aber wenn du zum Beispiel ein Aktivist bist bei Extinction Rebellion, dann bist du gewohnt, mit Menschen zu sprechen, die ganz andere Standpunkte haben. Wie können Aktivisten sprechen? Wenn ich jetzt einen Vortrag halten würde für Menschen, die bei Exxon arbeiten, dann müsste ich ganz anders sprechen, als wenn ich mit euch spreche. Also wirklich wahrzunehmen, ich habe meine Wahrheit, ihr habt eure Wahrheit. Und es, wenn wir wirklich in ein Gespräch kommen wollen, müssen wir einanders Realitäten verstehen. Wenn ich versuchen kann, freundlich zu sein, das hilft. Das ist, was der Buddha auch gelehrt hat und meine Erfahrung. Und einer der Redevorsätze, der vier Redevorsätze, ist das Harmonie stiften. Auf der einen Weise versuche ich, meine Wahrheit zu halten, deine Wahrheit zu verstehen. Aber währenddessen versuche ich, den Dialog fortzuführen in einer harmoniestiftenden Weise. Es gibt Zeiten, wo ich konfrontierend bin, wo ich mich Dingen entschieden entgegenstelle. Wir hatten einmal vor ein paar Jahren in unserer Fußgängerzone eine Sitzmeditation. Wir werden das demnächst wieder haben. Und wahrscheinlich werden wir rausgeschmissen werden. Und es kann sein, dass wir dann mit irgendwelchen Menschen nicht in Harmonie uns fühlen, wenn Menschen versuchen, uns aus so einem Einkaufszentrum rauszuschmeißen. Aber das sollte die Ausnahme bleiben. Idealerweise versuchen wir, all die Elemente von rechter Rede zu haben, also Wahrhaftigkeit, Freundlichkeit, Harmonie stiften und dass wir hilfreich sprechen. So, das bringt mich wieder zurück zu dem unserem Ausgangspunkt. Wir haben über Achtsamkeit gesprochen. Also achtsam zu sein auf das, was wir verstehen, auf das, was wir in unserem Herzen fühlen, was wir über die Beziehung empfinden, die wir mit anderen haben. Ja, Achtsamkeit ist im Moment populär und das ist toll, aber wir als buddhistische Gemeinschaft müssen dieser Achtsamkeitsbewegung Tiefe verleihen, müssen sie mit Altruismus und mit Weisheit verbinden. Und je mehr wir das tun, ich sehe meine Arbeit als Aktivist hauptsächlich darin, andere Aktivistinnen und Aktivisten zu unterstützen, ihnen zu helfen, zu Ruhe und Frieden in sich zu finden, sodass ihr eigener Aktivismus nachhaltiger wird. Also das war das Thema Achtsamkeit. Wir haben auch gesehen, wenn ich zurückblicke, dass Liebe wichtig ist und dass dazu auch wichtig ist, unser eigenes Leid uns einzugestehen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich nicht einverstanden war mit dem UN-Nachhaltigkeitsziel 8, wo es um Wirtschaftswachstum geht, und ich möchte das ändern in das Wachstum von Glück.
Und wir haben gesehen, dass Zufriedenheit wichtig ist, Genügsamkeit, und dass wir es Teil unserer Kultur machen müssen. Und zum Schluss haben wir über Kommunikation gesprochen und wie wichtig es ist, unsere vier Sprachvorsätze umzusetzen. Das waren die Sachen, die ich mit euch jetzt hier teilen wollte, und ich wäre jetzt ganz interessiert daran zu hören, ob ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt. Und ich kann von da, wo ich sitze, nicht den Chat lesen, weil ich nicht so nah am Laptop sitze. Also vielleicht kann mir jemand die Kommentare vorlesen. Also, ihr könnt sehr gerne einen Kommentar in den Chat schreiben oder ihr könnt auch einfach eure Hand heben und etwas sagen. Ich habe einen Kommentar oder eine Frage, Gunnar Keto. Gestern hatten wir eine Sitzung zum Thema Donut-Ökonomie. Ich hatte von diesem Begriff schon vorher gehört, aber es war das erste Mal, dass ich richtig mehr darüber erfahren habe und darüber mit anderen mich unterhalten konnte. Und eine der Sachen daran, die ich wirklich hilfreich fand, war, dass diese Donut-Ökonomie zum Thema Wirtschaftswachstum keinen Standpunkt einnimmt. Sie sagt, wir müssen nicht sagen, wir sollten, die Wirtschaft sollte wachsen oder sie darf nicht wachsen. Sie nimmt zu dem Thema einfach keinen Standpunkt ein, denn was wichtig ist, ist, dass es uns gut geht, dass Lebewesen das haben, was sie brauchen. Und ob das mit Wachstum einhergeht oder nicht, ist sekundär. Und ich fand das ganz interessant. Ich fand das erleichternd, das zu hören, dass ich da keinen Standpunkt einnehmen muss. Denn ich war vorher hin und her gerissen zwischen den verschiedenen Argumenten pro oder contra Wirtschaftswachstum. Ah, ich kann dir zustimmen. Ich glaube, wir leben in sehr unterschiedlichen Umständen und ein Großteil der Weltbevölkerung muss Weisen finden, wie sie ihre Wirtschaft wachsen lassen können, wie sie mehr Wohlstand bekommen können. Aber hier in Norwegen haben wir immer noch als parlamentarisches Ziel festgelegt, dass es unser Ziel ist, finanziell zu wachsen. Und ich glaube, das gilt für die meisten westlichen Länder. Und das möchte ich ein bisschen in Frage stellen, diese Sicht. Und ich denke, es ist wichtig, die Ängste der Menschen diesbezüglich zu beruhigen. Ich denke, wichtig ist, dass wir weniger dieser Handlungen tun, die die Umwelt schädigen. Und ich bin doch schockiert über die Anzahl meiner Freunde, die in den Urlaub fliegen. Und ich finde das immer wieder schwierig, das anzusprechen. Ja, ich möchte die Harmonie in der Beziehung bewahren und ich fühle mich inspiriert, wenn Menschen über Subsistenzökonomie, Subsistenzwirtschaft sprechen. Ich glaube, dass wir in Triratna schon eine allgemeine Kultur haben, dass Menschen sich bemühen, einfach zu leben. Ich schätze sehr dieses Thema der Donut oder dieser Ansatz der Donut-Ökonomie. Ja, so viele verschiedene Wahrheiten und Blickwinkel, die nebeneinander stehen. Im Chat hat jemand geschrieben, danke für deinen inspirierenden Vortrag. Möchte irgendjemand anders etwas sagen? Hebt eure Hand, eine Frage, einen Kommentar, eine Reflexion.
feeling a bit shy. Okay, hier ist jemand im Chat, der schreibt, ich glaube, die Betonung auf Zufriedenheit und Freude in diesem Kontext wichtig ist, denn der Schutz des Klimas und Nachhaltigkeit werden oft mit Opfer und Anstrengung assoziiert. Aber es kann auch Freude machen, neue Möglichkeiten zu erforschen, einfacher zu leben und mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Danke dafür, dass du uns daran erinnert hast. Ja, und ich glaube, wir müssen uns gegenseitig immer wieder daran erinnern. Hier kommen gerade lauter Kinder vorbei. Vielleicht kommen die jetzt gleich ins Bild. Und die Freude, hier zu sein. Ja, uns immer wieder dran zu erinnern. Ich lebe mit meiner Partnerin, die auch sehr gerne in die Natur geht. Ja, weil es war natürlich Arbeit, hierher zu kommen. Ich musste meinen fetten Rucksack hier hochtragen mit einem warmen Getränk und allem, was ich brauche, um hier zu sitzen. Ich habe diese Anstrengung auf mich genommen, weil das so schön ist, dann hier zu sein, weil mich das so nährt, in der Natur zu sein. Hier gibt es noch etwas im Chat. Zwei Links. Das sind Links, die aufzeigen die Arbeitsfelder von Gunnar Keto, norwegische Webseiten. Weitere Reflexionen oder Fragen? Ich möchte auch die Europäische Buddhistische Union erwähnen. Sie haben auch eine Ökodharma-Gruppe. Sie haben einen Podcast. European Buddha oder so ähnlich heißt der. Und in einer der letzten Episoden habe ich über Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist auch eine Partnerschaft, eine Möglichkeit, mit anderen BuddhistInnen in Europa über Nachhaltigkeit sich auszutauschen. Hier ist noch ein Kommentar im Chat. Danke für deine Einsicht, dass es wichtig ist, zu helfen, Zufriedenheit und Genügsamkeit zu ermutigen, um eine lebende Weisheit in unseren Kulturen zu werden. Noch irgendeine Frage, ein Kommentar? Es macht so einen Spaß, hier die Kinder zu sehen, die hier rumrennen und glücklich sind, weil sie draußen hier in der Natur sind. Hier ist noch ein Kommentar. Danke für diesen Vortrag, Gunnar Keto. Dann ist hier ein Link zu dem Podcast, den Gunnar Keto gerade erwähnt hat. Ich weiß, Gunnar Keto, dass du auch als Vorsitzender des Buddhistischen Zentrums in Oslo jahrelang in der Europäischen Vorsitzendenversammlung von Triratna warst. Und du warst wahrscheinlich daran beteiligt, dass eine der strategischen Prioritäten dieses Gremiums war, dass wir uns mit ökologischen und Nachhaltigkeitsthemen befassen in Triratna. Du warst wahrscheinlich daran beteiligt, das zu einer strategischen Priorität zu machen. Hast du daran mitgearbeitet? Ja, war ich. Es war eine interessante Diskussion, die wir da hatten. Ich kann mich nicht erinnern, wie die Vorsitzende des London Buddhist Centers hieß, die diese Veranstaltung moderiert hat.
Und sie hat es moderiert, einen Dialog unter 35 Vorsitzenden von Triratna-Zentren in Europa, die durchaus unterschiedliche Meinungen hatten. Und sie hat das sehr gut moderiert. Manche sprachen viel über das Klima und andere waren sehr interessiert an sozialen Fragen. Ich bin sehr froh, dass auch die UN jetzt seit einer Weile diese dreifache Definition von Nachhaltigkeit haben. Es geht um den Planeten und es geht auch um die Menschen. Und es geht auch um Wohlergehen. Und all diese Themen müssen zusammengefasst werden, um etwas wirklich nachhaltig zu machen. Ja, was auch immer Nachhaltigkeit bedeutet, das muss natürlich beinhalten, dass Menschen, unsere Brüder und Schwestern in Indien zum Beispiel, ein gewisses Maß an Grundwohlstand haben. Und gleichzeitig möchten wir den Planeten bewahren, als möchten Artensterben vermeiden. Okay, ich möchte euch zum Abschluss noch einmal daran erinnern, dass diese Konferenz hier ermöglicht ist, weil es eine der strategischen Prioritäten unserer Gemeinschaft ist, Nachhaltigkeit, soziale und ökologische Fragen zu beleuchten. In unserem Triratna Internationalen Rat, einem wichtigen weltweiten Gremium, haben wir auch über strategische Prioritäten gesprochen. Und eine davon war auch Nachhaltigkeit. Wie wir das genau füllen werden, wird unterschiedlich sein. Aber es ist auf jeden Fall eine unserer strategischen Prioritäten. Und es bedeutet, dass wir auch einige Ressourcen da zur Verfügung stellen können, wie zum Beispiel so eine Konferenz, wie Sie gerade haben. Sadhu, dass du dazu beigetragen hast, Shantikarba. Im Chat steht, danke, dass du die Wichtigkeit betont hast, dass wir auch freudig und glücklich sein können, auch wenn wir etwas für die Natur und das Klima tun. Im Chat findet ihr auch noch den Link für die Spenden. Wenn ihr wirklich so eine Konferenz sinnvoll findet und möchtet helfen, dass so etwas auch weiterhin stattfinden kann, bitte spendet etwas. Es kostet eine Menge Geld, so etwas anzubieten. Danke für deine Spende. Und ihr könnt natürlich zu uns nach Norwegen zu Besuch kommen. Wir haben Anfang Juni ein Fjordfestival. Ein buddhistisches Fjordfestival kommt. Nein, das wäre eine Sache, nicht wahr? Ein Triratna Earth Sangha Veranstaltung in Norwegen. Danke, Gunnar Ketu. Vielleicht können wir unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Vielen Dank, Gunnar Ketu. Ich fand es schön, dass du da warst, samt Lagerfeuer. Und danke euch allen dafür, dass ihr auch die im Hintergrund arbeiten, dass ihr das möglich macht. Danke auch an Angela in Glasgow, die hier die Technik gemacht hat. Die nächste Veranstaltung wird in einer halben Stunde stattfinden, wird aber nicht übersetzt werden. Es geht um eine Nachhaltigkeitskriterienliste für buddhistische Zentren. Tschüss.